So, hallo Leute. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Ich bin halt ein bisschen fertig hier und das hat nicht nur damit zu tun, dass ich eine lange Fahrradtour gemacht habe. Ich bin von meinem Monat aus, den ich jetzt aber nicht im Internet preisgeben will, verständlich, aus Privatsphärenschutzgründen. Ich bin so 20, 25 Kilometer nach Ulm rein und wieder 20, 25 Kilometer circa wieder zurück. Und das mache ich öfters mal, auch einfach mal, um den Bauch mal ein bisschen wegzukriegen, um ein bisschen Sport zu machen. Und es ist immer auch ganz interessant, was da für Leute immer sind in Ulm und sind dann immer wieder in der Hirschgasse, so Stände, politische Stände, religiöse Stände. Ja, ist immer ganz interessant. Da kann man mit allen möglichen Leuten, mit Zeugen Jehovas, mit Scientology und so, kann man mit denen diskutieren, den Flyer mitnehmen und so. Da ist also immer irgendwas los und so, man kann sich informieren. Und ja, jetzt gucke ich mal, dass die Kamera richtig. So, ich filme halt wieder mit dem Handy, ist halt ein bisschen blöd, aber ich habe jetzt keine andere Möglichkeit. Dann war der Stand von dieser Partei, AfD, ja. Und dann war hier noch von so Stand von Muslime, die halt dagegen, so ein Gegenstand oder Gegendemonstration, also nicht Gegendemonstration, hat gegen die AfD da ein bisschen informiert hat. Ich kann es jetzt mal so nahelegen. Ja, also der AfD da. Muslimische, von der muslimischen Seite so gegen Seite, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Okay, dann war es so, da wollte ich eigentlich bloß mal das Programm von der AfD mal lesen und wollte mir das mal zur Information, zur politischen Information einfach mitnehmen. Und nachdem ich mir denkt, okay, ach Mensch, eigentlich hast du ja Zeit, gell? Da konnte ich es mal vergreifen und dann, okay, vielleicht diskutiere ich mal ein bisschen mit den Jungs, mal gucken, wie die so ticken. Ja? Und dann bin ich erstmal hin und dann haben gesagt, ja, bin ich so vorbeigelaufen und so ein junger Herr mit so kurzen Haare, mit einem kleinen Flyer in die Hand drucke, dann habe ich den auch angenommen. Und dann habe ich vielleicht auch noch einen Punkt angesprochen, wo ich gedacht habe, okay, einfach mal zu Beginn mal so ein Programmpunkt war für mich, ihr wisst ja, das, was mir am meisten am Herzen liegt, ist halt das bedingungslose Grundeinkommen und es war jetzt mal interessant, mal zu müssen, habe ich gesagt, wie steht denn die AfD zum bedingungslosen Grundeinkommen? Und dann hat er gesagt, ah, na, no, eigentlich nicht so, nee, also sind wir noch nicht so der Meinung, ist nicht gut und so. Ja, und dann habe ich gesagt, aber es ist aber falsch. Und ich gesagt, ja, was ist denn, also die Robotisierung, die Mechanisierung, die nimmt ja immer mehr zu, es werden immer mehr Jobs abgebaut. Und was machen wir die ganzen Leute? Und dann hat er gesagt, ja, aber es wurden ja neue Jobs gemacht. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, hör mal zu, und ich gesagt, ey, wenn eine Firma 40 Leute durch humanoide Roboter ersetzt, dann schafft er vielleicht zwei Arbeitsplätze, aber die anderen 38 sind weg. Und die zwei Arbeitsplätze sind dann Wartungsingenieure für die Roboter. Aber was machst du mit den anderen 38? Und wer sagt denn nicht, dass in ein paar Jahren auch, dass es dann auch Wartungsroboter gibt? Ja. Dann hat er mal so komisch geguckt, dann hat er gesagt, ja, und ja, aber wie soll das finanziert werden, das bedingungslose Grundeinkommen? Dann haben wir mir erklärt, dass das bedingungslose Grundeinkommen sich eigentlich von selbst finanziert. Ja, weil nämlich, wenn der ganze Sanktionsapparat wegfällt, ja, dann wäre schon mal Geld frei. Also wenn die ganzen Gerichte, die ganzen Sozialgerichte, wenn man das alles einstampfen könnte, ja, dann wäre das ja gar nicht mehr nötig, weil das kostet ja schon im Staat einen Haufen Geld. Ja. Und dann gäbe es ja Finanzierungsmöglichkeiten. Es gibt ja nur Robotersteuern, dann könnte man auch sagen, mal über den Spitzensteuersatz mal wieder moderat anheben und so, ja, gäbe es ja auch noch Möglichkeiten, das zu finanzieren. Und dann hat er gesagt, ja, da hat es doch ganz so komisch geguckt. Und dann hat er gesagt, so, ach so, okay. Ja, und dann haben wir halt ein bisschen diskutiert über Hartz IV und habe ich halt erzählt, halt bei Hartz IV-Empfängern haben die Situation, die wir können selbstständig machen, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre es halt viel einfacher und so. Und ja, gut, ging dann so ein bisschen hin und her. Dann habe ich ganz vergessen, dass ich eigentlich nur das Programm haben wollte. Dann bin ich zu seinem Kollegen hin und habe dann auch noch das Programm, einen Programmauszug von der AfD dann rausgeben lassen. Und der hat mir natürlich lange hingehalten. Also der hat mir dann wirklich die Ohren, kann man sagen, schon voll quatscht. Ich muss dann immer wieder beenden, habe gesagt, hey komm, ich muss wieder gehen und so, gell. Ich fand es aber auch interessant, weil es gab dann auch interessante Einblicke aus der Sichtweise von dem Herrn dann. Also der zweite AfDler war so, könnte man sagen, so der nette Nachbar von nebenan. So, da war der Eindruck so,
jemand, wo man sagt, man denkt, mit dem könnte man gut zum Beispiel kegeln oder so, oder also wo man gar nicht ansieht, dass das eigentlich, dass der so eine krasse Ideologie vertritt, ja. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, gell. Und dann habe ich schon gemerkt und habe mir schon gedacht, hey, da sind dann schon ein paar so Ausländer so rumgestanden und so, und haben sich da auch, haben das Ganze da ganz zugeschaut und auch habe ich gemeint, dass dann auch so ein paar Antifas mal so vorbeigelaufen sind und so und irgendwas gesagt haben. Und dann bin ich aber dann schon, habe ich dann laut gesagt, also ich bin nicht AfD, ich will Piratenpartei und so, ich bin linksliberal und so, gell? Ich kann nicht zu denen. Nee, da habe ich gleich gesagt, also habe ich gleich zu dem AfD gesagt, also sie werde wahrscheinlich bei Sicherheit nicht wählen, ich wähle die Piraten und ich bin ein ganz Vertreter, ganz andere Meinung, aber klar, man kann ja darüber diskutieren. Also wenn man mir mit Respekt kommt, ja, dann gebe ich den Respekt auch zurück. Ja. Ich bin halt sauer, wenn man mich beleidigt. Ja. Und wie gesagt, also die AfD, wenn bedingungslosen Grundeinkommen, dann haben sie halt so rum, so, ja, Zeitarbeit ist nicht okay und Ding ist auch nicht, das Sanktionen findet zwar auch nicht okay, aber es wäre halt gut, wenn jeder arbeiten würde. Man könnte doch 2 Stunden irgendwo im öffentlichen Dienst Hecken schneiden und so. Dann habe ich eben aber erklärt, dass das ein Quatsch ist, ja. Weil wenn man die Hartz-IV-Empfänger in den öffentlichen Dienst einstellt, dann kostet es dem Steuerzahler noch mehr Geld. Es sei denn, man würde die Hartz-IV-Empfänger versklaven, aber das ist ja auch ungerecht, ja. Was soll denn das da, Hecken schneiden und so, ja. Dann haben fast 20 Hartz-IV-Empfänger, wo an einer Hecke rumschneidet. Das ist Quatsch, das macht gar keinen Sinn, ja. Ich habe mal gesagt, ich finde es viel besser, wenn man den Leuten Geld gibt, dass sie sich selber verwirklichen oder dass man die Selbstständigkeit einmal fordert. Ja, dass jeder auch mal dass er seine eigene Haus, seine eigenen Ideen verwirklichen und so. Dann hat er mir auch zugestimmt. Das war auch so ein Typ, so liberal denkender Mensch, also so nationalliberal, hat er gesagt. Also er ist halt rechtsliberal, ich bin halt linksliberal. Und er hat halt gemeint, ja, da hat er auch Verständnis gehabt und so. Ja, also er ist auch selbstständig und hat erzählt und also selbstständig Unternehmer und auf jeden Fall, ja, findet er das schon auch gut, also dass man die Leute hilft, dass sie auch ihre eigenen Ideen und verwirklichen können und so. Und er hat halt nur das Bedenken beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass alle in Alkoholismus fallen und dann nichts mehr tun. Und dann habe ich mal gesagt, hey, bei mir, ich glaube eher, dass es umgekehrt ist, dass man, wenn man die Leute drückt, ja, mit Sanktionen und so weiter und zu klein haltet mit wenig Geld, dass genau das eben dann passiert, dass die Leute dann daheim rumsitzen, Bier saufen und so und keine Perspektive mehr haben. Ja. Wenn ich zum Beispiel mehr Geld hätte, könnte ich auch in einen Sportverein gehen, ja, zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall, Fazit ist einfach, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die AfD sich da uneins ist. Irgendwie, die AfD ist mit sich selber uneins. Also sie haben immer so, ja, sozial, sie sind ja auch sozial, aber dann doch nicht und bedingungslose Grundeinkommen, ja, aber nein, und dann eigentlich wieder zugestimmt, aber dann wieder nicht so. Und irgendwie denke ich, dass da die AfD keine klare Linie verfolgt. Ja. Okay, dann hast du aber gleich aufgeschwenkt von bedingungslosen Grundeinkommen, da hat er gemerkt, also das Thema hat ihn nicht mehr so interessiert, das war so für ihn nicht mehr so, nicht so wichtig, hat er gesagt, ja, und jetzt muss ich mal ein bisschen über Ausländer hetzen. Hat er gesagt, boah, uia, na, okay. Also war er schon nochmal ein bisschen geschockt, dann hat er dann gesagt, ja, und dann hat er von seinen schlechten Erfahrungen da erzählt, von den Flüchtlingen und so, und da, wo er wohnt, und dass das, ja, dass ich da auf jeden Fall schlechte Erfahrungen gemacht habe und dann habe ich halt gesagt, ja, aber ich kann das nicht verstehen. Also ich habe auch mit Flüchtlingen zu tun, also im Bahnhof, habe ja kein Auto. Wenn ich mit meiner Mutter mit der Bahn fahre, da sind da auch Flüchtlinge, also Asylanten, und die tun uns nichts. Das habe ich mir auch erzählt. Also die haben auch schon meine Mutter den Gehwagen reintragen geholfen und so. Und also einmal ist meine Mutter das Toilettenpapier abhanden gekommen von dem Gehwagen, also runtergerutscht, runtergefallen. Das habe ich dann auch nicht gesehen. Und dann sind Flüchtlinge gekommen und haben meine Mutter dann das Toilettenpapier hinterhertragen und so. Also von dem her, also von den Flüchtlingen, ich kann nichts gegen die Leute sagen. Die halten sich anständig und tun uns nichts. Also ja, auf jeden Fall. Er hat dann auch gemeint, also dass er schon ein bisschen Hass auch entwickelt hat auf die und ja, und dann habe ich ja gesagt, ja, also das kann es nicht sein. Also warum Hass auf Menschen, das bringt es doch nicht. Dann habe ich gesagt, ich habe sogar eher, dann habe ich mal erzählt, ich habe dann eher nochmal Hass auf die Rechten gehabt, mal eine Zeit lang, weil ich bin, habe ich gesagt, wissen Sie,
Okay, Sie behandeln mich jetzt mit Respekt und das finde ich auch okay. Aber viele Rechte haben im Internet, ja, in den Foren und so weiter, haben mich schon übelst beleidigt, obwohl ich eigentlich hingegangen bin und habe einfach nur den Dialog gesucht. Einfach mal, um zum sehen, wie die Leute ticken, ja, die Rechten. Also, wie die denken und was die meinen und so und was. Und ich hab da nie, bin da nie hingegangen und habe die von vornherein beleidigt und gesagt, scheiß Nazi und so weiter. Und dann hat er gemeint, ja, man müsste das verstehen, manche Leute, die kriegen den Platz halt auch der Hals, sie sehen halt die nicht negativ, weil sie dauernd beleidigt wurden. Er hat dann erzählt, dass er jetzt hier in Ulm ständig beleidigt wird, dass da immer wieder jemand vorbeikommt, schreit Arschloch, scheiß Nazi und so weiter. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ja kein Grund sein. Dann hat er gesagt, ja, aber man müsste dafür Verständnis haben, dass man dann halt schon mal so eine negative Grundeinstellung hat. Ja. Okay. So haben wir halt, so ging es halt ein bisschen so hin und her. Und dann hat er erzählt, ja, dass das Antifa da war und dass die da Mords den Stress gemacht haben mit dem Infostand. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat er gesagt, sehen wir, hey, ich bin nicht Antifa, ja, ich bin nicht Antifa und ich habe mit Antifa nichts zum Hut. Ich finde genauso die Antifa, also Gewalt ist für mich ein No-Go, ich bin gegen Gewalt und so. Und deswegen lehne ich die Antifa ab, weil ich denke auch, dass die Antifa auch ein ziemlich, also andere Meinungen unterdrückt und eher autoritär ausgerichtet ist als freiheitlich. Wobei man sagen muss, man darf nicht die Antifa über einen Kamm scheren, da gibt es auch solche und solche. Also ich will da auch niemand da von Antifa zu nahe treten, da gibt es auch korrekte Leute, klar. Es gibt verschiedene Strömungen in der Antifa. Es gibt ja, wie gesagt, die antideutsche Antifa, die wo ja so pro Israel ist und pro Amerika, ja. Und dann gibt es die anti-imperialistische Antifa, die wo so mehr so pro Russland, pro Palästina ist, also ausgerichtet ist und mehr so für den Sozialismus auch ist. Und die Antideutschen sind vielleicht eher freiheitlich, aber wie gesagt, dann gibt es ja nur so Überschneidungen und so. Also wie gesagt, also ich selber bin nicht Antifa, ja. Und von dem her, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin ein ganz normal denkender Mensch, einfach linksliberal und ich erwarte einfach, dass wenn ich jemandem Respekt entgegenbringe, dass der Respekt auch zurückkommt. Ja, ich will nicht beleidigt werden, sonst ist bei mir gleich der Ofen aus. Ja, also von dem her jetzt mal Fazit: AfD, wie gesagt, mal so Dialog mit dem politischen Gegner. Ja, also ich bin immer noch ganz klar logischerweise gegen die AfD. Aber man kann ja mal mit den Leuten reden, man, was soll das? Ja. Also es waren interessante Einblicke, muss ich echt sagen. Also so wie die Leute ticken, wie sie drauf sind, was sie meinen und so. Und ja, teilweise auch erschreckende Sachen auch, wie gesagt. Also wo der auch sich so geöffnet hat und so, zum Beispiel, dass er einen Hass hat auf Ausländer, dass er das hat auch so Zugeber und ja, wie gesagt, also es war okay, ich habe jetzt die Zeit gehabt, ich habe mir jetzt die Zeit einfach mal genommen und ich kann nur dazulernen oder kann halt nur sagen, okay, ich habe in Darum jetzt nichts verloren oder so, durch das, dass ich jetzt mit denen geredet habe. Ja. Und was schade, Dialog ist doch okay, ja, also da ist ja nichts dabei. Ja. Solange man halt bei seinem Weg bleibt und wie gesagt, also ich bin trotzdem noch ganz gegen die AfD, ja. Ich habe ganz anderes Wertevorstellung und von dem her, wie gesagt, ich wollte mal auch wissen, was ist denn genau das Programm, was ist denn da genau die Ziele, ich wollte mir noch mal ein bisschen genau informieren. Ich informiere mich gerne auch nicht nur über AfD, ich informiere mich auch über alle Parteien, also egal welche Partei da als Stand macht, ob das jetzt Linke ist oder Piraten oder Grüne oder sonst was. Ich gehe immer hin, rede mit den Leuten, nehme mal einen Flyer mit und bei Lust und Laune lese ich mir das durch und wie gesagt, und mache mir da so mein eigenes Bild. Okay. Also wie gesagt, das war jetzt so mein Ausflug nach Ulm und die Diskussion mit der AfD. Und ja, so, das waren jetzt so meine Einblicke und Eindrücke. Okay. Also wie gesagt, ihr könnt diskutieren, könnt Kommentare in die Kommentare schreiben, könnt meinen Kanal abonnieren. Bloß bitte keine beleidigenden Kommentare. Wenn jemand beleidigt, ist es wirklich so, ich melde es erstmal bei YouTube, ja, und derjenige wird dann auch sofort gesperrt. Ja. Also weil beleidigen lasse ich mich nicht. Aber wie gesagt, wenn jemand anderer Meinung ist, kann er mit mir gerne diskutieren, ist gar kein Thema. Gell.
Okay, das war's mal soweit mit dem Video. Und ja, macht es gut und bis dann.